durch die Kreise, in die ich hineingeraten war und die sehr kritisch gegenüber diesem Staat, dem erlebten Sozialismus, sozusagen, später nannte er sich ja real existierender Sozialismus. Also durch diese Kreise geriet ich auch selbst immer mehr in eine distanzierte Haltung. Es bildeten sich in den 70er Jahren so kleine Diskussionszirkel, die meist konspirativ arbeiteten. Und wir diskutierten über alternative Gesellschaftsmodelle wie Rätemodell und wir lasen über russische Revolution und über wir lasen Trotzki und später dann auch die Theorien des Eurokommunismus, befassen uns mit, soweit wir überhaupt Informationen darüber bekommen konnten, mit dem jugoslawischen Modell der Arbeiter-Selbstverwaltung. Später dann auch das Buch von Rudolf Barrow, Die Alternative. All das, was wir so über West-Berlin, über irgendwelche Leute an eingeschmuggelter Literatur bekommen konnten, das haben wir gelesen und diskutiert. Das ging von Hand zu Hand. Aber es war doch vorwiegend auch erst einmal ein lebensweltlicher Protest. Ich war ja nur noch ziemlich jung und fühlte mich auch beeinflusst, oder wir alle waren auch beeinflusst von der Studentenbewegung im Westen. Jedenfalls soweit wir davon erfuhren über die Medien. Und das betraf also auch die Kritik an der traditionellen Lebensweise, der traditionellen Familie. Also ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, in dem Alter mal in eine Kleinfamilie zu münden, zu heiraten, Kinder zu kriegen, in einer Neubauwohnung zu wohnen und morgens mit eingezogenem Kopf zur Arbeit zu gehen und abends mich vor den Fernseher zu setzen und die aktuelle Kamera zu gucken. Ich wollte irgendwie ganz anders leben, in einer Wohngemeinschaft mit Leuten zusammen, wollte irgendwie die Entwicklung, die Gesellschaft mitgestalten, wollte nicht bevormundet werden. Und das haben wir als sehr stark und sehr erdrückend empfunden, diese ständige ideologische Indoktrination.